Hey Leute, herzlich willkommen zur kleinen Review, in Anführungsstrichen, zu OS X Mavericks. Heute zeige ich euch einmal kurz die neuen Features, die Hauptfeatures und die natürlich auch die neuen Apps oder die Änderungen, die es in OS X Mavericks gibt. Und ob es sich lohnt zu updaten, was es sowieso tut, da Mavericks gratis ist, also kann es sich jeder laden, ganz einfach, nur weil halt, wenn man eine sehr langsame Internetleitung hat, denn OS X Mavericks ist über 5 GB groß, also ihr müsst das komplette Betriebssystem natürlich aus dem App Store laden und wenn man da jetzt wirklich eine sehr, sehr langsame Internetleitung hat, ob man darauf verzichten kann oder ob es wirklich ein in Anführungsstrichen notwendiges Update ist. Fangen wir zuerst mit iBooks an. Wenn wir iBooks öffnen, bekommen wir hier erstmal alle unsere Bücher. Wir können natürlich auch die Sammlung, Autoren, Kategorien und Listen, die Bücher sortieren. Ich habe mir jetzt einfach nur mein iPhone-Benutzer-Handbuch einen Auszug geladen und einfach per Doppelklick können wir das Buch öffnen. Und ihr habt gesehen, es öffnet sich ganz einfach und wir können jetzt hier fröhlich lesen. Wir können natürlich auch das ganze Buch kaufen, obwohl das iPhone-Benutzer-Handbuch natürlich kostenlos ist. Dann können wir hier ganz rechts die Schriftgröße ändern, natürlich auch noch eine Nachtfunktion, sodass, ihr seht, das Papier schwarz wird und die Schrift weiß. Sepia sieht ein bisschen mehr nach einem Buch aus, nach einem alten Buch und natürlich weiß. Dann könnt ihr natürlich auch die Schriftart ändern. Also da seid ihr nicht auf eins beschränkt. Dann könnt ihr nach Stichwörtern suchen und euch ein Lesezeichen setzen. Und ihr könnt euch nicht natürlich nur eins, sondern auch mehrere, sodass ihr dazwischen hin und her wechseln könnt, falls ihr verschiedene Abschnitte eines Buches braucht. Im Großen und Ganzen ist es ein vollwertiges iBooks. Ihr könnt alle Bücher kaufen, lesen, euch wie gesagt Lesezeichen setzen und lesen kann man natürlich damit auch, wobei ich es auf einem MacBook eher praktischer finde als auf zum Beispiel einem iMac. So, kommen wir nun zu der Karten-App. Die Karten-App sieht eigentlich so aus, wie wir sie auch natürlich vom iPad oder iPhone kennen. Wir können hier oben in der Mitte zwischen Standard, Hybrid und Satellit anwählen. Ich würde aber immer Hybrid, weil da weiß man auch immer genau, wo man ist. Ist natürlich auch am praktischsten, man sieht die genauen Hauptstraßen so. Wir befinden uns hier gerade in Würzburg. Und ja, wir können uns natürlich auch eine Stecknadel setzen, indem man lange die linke Maustaste betätigt. Und dadurch setzt man eine Stecknadel. Wir können natürlich auch unseren aktuellen Punkt hier oben anzeigen lassen. Das sieht man hier auch oben in der Leiste, dass die Ortungsdienste aktiviert sind und unsere genaue Position gerade geortet wird. Dann können wir natürlich in die Flyover-Ansicht gehen und uns natürlich auch die aktuellen Straßenverhältnisse, also wo jetzt gerade viel Stau ist oder so, anzeigen lassen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier sieht man, ist es ein bisschen rot, ein bisschen orange. Da geht es halt noch so gerade mit Stau, aber sonst sieht alles eigentlich gut aus oder es wird halt nicht angezeigt. Das ist natürlich auch möglich und ja, man kann natürlich hier oben auch Sachen suchen, wie zum Beispiel Bora Bora. Ist ein bisschen schwer hier hinter mein Internet ist leider ein bisschen langsam, deswegen wird das ein bisschen länger dauern jetzt hier. Aber in der Zeit können wir uns natürlich auch eine Route setzen, indem wir verschiedene Steckpunkte. Ja, okay, jetzt findet er natürlich irgendwo in Deutschland Bora Bora. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, man kann natürlich auch suchen, unser Inhaltsverzeichnis, also was wir alle schon mal gesucht haben. Wir können uns hier auch im Kreis drehen. Das funktioniert natürlich auch und uns natürlich nach Norden, Süden, Osten und so weiter hier auf der Karte drehen. Und natürlich können wir hier an mein iPad senden oder an mein iPhone senden, per E-Mail, Nachrichten, AirDrop, Twitter, Facebook oder so, könnt ihr halt diese ganzen Routen oder Wegpunkte Stecknadeln natürlich an euer, wie gesagt, eure Geräte oder Facebook oder alles, wo es ihr eigentlich hinhaben wollt, senden. Also ganz einfach hier komplette Integration mit iOS und anderen Social Networks. Vom neuen Kalender kann ich euch leider nicht viel zeigen, da ich den Kalender mit Facebook verbunden habe und deswegen da Namen stehen und die möchte ich hier im Video leider möchte ich hier nicht zeigen. Deswegen guckt es euch einfach auf der Apple-Seite an und ich zeige euch jetzt hier einfach nur mal die Jahresübersicht. Ihr seht, alles viel flacher geworden und überall, wo jetzt hier zum Beispiel so gelbe Sachen sind oder orangene, dort sind Termine, die ihr euch eingetragen habt. Und Geburtstage werden hier leider nicht angezeigt, also wo, wann hier irgendjemand Geburtstag hat, das wird jetzt hier nicht angezeigt. Finde ich eigentlich auch gut, weil sonst könnte ich es euch gar nicht zeigen.
Und ja, wie gesagt, schaut es euch auf der Apple-Seite an. Ich kann es euch hier leider gerade nicht zeigen. So, jetzt befinden wir uns in dem neuen Safari. Hier sehen wir auch, wir sind weg von dem Skeuomorphismus und ist alles ein bisschen flacher geworden. Aber sonst ist es genau, wie man es kennt. Hier an der Seitenleiste hat sich auch noch ein bisschen was getan. Hier haben wir jetzt natürlich die Lesezeichen, dann die Leseliste, was wir uns noch angucken wollen und folgende Links. Das sind Links von zum Beispiel Twitter, Facebook, die gepostet wurden und die wurden jetzt hier reinkopiert. Finde ich auch sehr schön, kann man sich auch angucken und auch nochmal eine schöne Neuerung. Was ich euch noch zeigen kann, ist in dem Finder haben wir jetzt Tabs und Text. Einfach mit CMD plus T kriegen wir einen neuen Tab und jetzt können wir die auch wie in Safari ganz einfach hin und her schieben, das rausziehen, dann haben wir ein neues Finder-Fenster und ja, das funktioniert auch, wie man es von Apple kennt, sehr gut oder von Safari schon früher kennt. Und Tags, oder nein, doch Tags, die kennen wir auch schon aus einer anderen Weise wie früher. Früher hatten wir, wenn wir zum Beispiel einen neuen Ordner machen, Test, und dann mit Rechtsklick auf den Ordner hatten wir unten auch schon diese Farben, nur das hieß nicht Tags und jetzt können wir zum Beispiel hier blau. Jetzt haben wir so einen kleinen blauen Punkt davor und wenn wir jetzt hier in die Seitenleiste im Finder gucken unter Blau, da haben wir jetzt hier Test. Und unter Grün ist er natürlich nicht, gelb auch nicht, lila auch nicht, alle Tags. Da sind natürlich dann nochmal alle Tags aufgeführt oder hier gibt es auch wichtige oder privat und unter Blau ist natürlich wieder unser Testordner drin. Das funktioniert aber auch natürlich, wie man es von Apple kennt, ganz reibungslos. Als Fazit kann ich sagen, ladet euch auf jeden Fall OS X Mavericks runter. Wenn ihr ein altes MacBook habt oder einen alten iMac, dann bringt euch das Update nochmal einen ordentlichen Leistungsschub und natürlich bekommt ihr auch die neuesten Apps und ein leicht verbessertes Design in manchen Apps. Also, wenn ihr es könnt, auf jeden Fall downloaden. Es ist kein Muss, aber es ist natürlich immer gut, auf dem aktuellsten Softwarestand zu sein. Das waren so ziemlich die größten Neuerungen, die ich euch zeigen könnte. Zum Beispiel iCloud Keychain konnte ich euch nicht zeigen wegen E-Mail-Adressen und so. Deswegen respektiert das, dass ich euch das nicht zeigen konnte, weil ich möchte natürlich nicht hier irgendwie irgendeine E-Mail-Adresse hier rausgeben. Und ja, und auch natürlich die Kalender-App konnte ich euch leider auch nicht zeigen. So wie die Innovation in der Technologie, das basiert ja eigentlich nur auf den Laptops. Natürlich wird es auch für den iMac gemacht, aber hier bemerkt man den Fortschritt nicht so wirklich. Also kann ich jetzt so von mir sagen, wenn man natürlich einen alten iMac hat, merkt man das vielleicht mehr. Im Großen und Ganzen war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und natürlich über fleißige Kommentare. Fragen werde ich gerne beantworten und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.